Du bist ein Showgirl, gefangen im Körper eines deutschen Komikers. So, meine Lieben, und jetzt sind wir eigentlich schon fast am Ende dieser sehr besonderen Show. Und, ja, fast. Servus. Fast. Also. Ah. Ja, fast. Déjà-vu. Was Kleines kommt noch nach. Also, oh mein Gott. Wir wollen jetzt noch was Schönes tun. Du kriegst einen Preis. Du hast jetzt nichts zu tun. Du gehst jetzt einfach nur auf deinen Platz und. Okay. Man kann nur im Applaus gehen. Ja. Ja. Meine lieben Damen und Herren, liebe Freunde, liebe Quatschgemeinde. Ich habe heute die sehr große Ehre und die besondere Freude, den Ehrenpreis des Deutschen Comedypreises fürs Lebenswerk 2022 an Thomas Hermanns zu überreichen. Ja. Es ist Thomas! What the fuck? Ehrenpreis! Lebenswerk! Wir haben nur erst vor ein paar Jahren angefangen, es ist noch gar nicht so lange her. Immer 1992 habe ich Thomas kennengelernt und ich muss schon sagen, es war schon wirklich wahnsinnig damals. Weil du kamst zurück vom New York-Trip, hattest den Comedy Club Stand-Up Comedy gesehen und hast irgendwie, ich habe eine Vision. Das ist cool. Das machen wir jetzt auch in Deutschland. Und Thomas meinte einfach, ja, wenn es das nicht gibt, dann mache ich heute einen eigenen Comedy Club auf. Und am besten da, wo es in Deutschland am New Yorkigsten ist, auf der Reeperbahn. Und du hast dann mit dem Quatsch Comedy Club den Grundstein gelegt für die deutsche Stand-Up Comedy. Und der Club war immer wie du, von Anfang an, innovativ, offenherzig, großzügig und absolut professionell. Quatsch Comedy Club. Also. Es ist so ein Satz, der mir ganz schön über die Lippen kommt. Quatsch ist deine Legacy, ist dein Lebenswerk. Ich würde es zwar eher nennen Lebenswerk, weil, ich meine, wir kennen uns sehr lange. In allem, was Thomas gemacht hat, in all diesen Jahrzehnten, in wirklich in jeder Moderation, in jeder Inszenierung steckt sein Leben drin, aber auch seine Liebe. Also du kannst gar nicht anders. Und dass wir Thomas heute so richtig abfeiern, das ist einfach sowas von verdient, weil du warst immer ein perfekter Gastgeber. Wie auch heute Abend. Immer. Ja. So. Weißt du, es ist toll, wenn jemand uns hier auf der Bühne immer glänzen lässt, uns immer empfangen hat. Er war immer so ein klassischer Host, ein Comedian, ein Entertainer. Aber ich muss auch sagen, du warst so einer, der Blödsinn und Show immer so mit dem Augenzwinkern verbunden hat. Und das ist für mich echtes Entertainment. Oder wie es du würdest wahrscheinlich sagen, du bist ein Showgirl, gefangen im Körper eines deutschen Komikers. Ja, aber der Cake, da kann man schon klatschen. Für das Showgirl und für den deutschen Komiker. Und ich meine es wirklich von ganzem Herzen, du bist der Papa und die Mama der deutschen Stand-Up-Comedy. Du hast mich eins gelehrt. Du hast mich gelehrt, Unterhaltung, das heißt auch immer Haltung zu haben zu dem, was man sagt. Es braucht immer Herz und es braucht Leidenschaft. Und du hast beides. Es ist dein Lebenswerk. Und du warst für uns, also für viele, die hier im Saal sitzen, du warst immer einer, also du warst ein Mitstreiter, du warst ein Verbündeter, du warst ein Mitspinner. Und du hast der deutschen Comedy ein Gesicht gegeben. Oder sagen wir es besser, ein Lachen. Dein sehr großes Lachen. Und ich sag mal, besser geht's nicht. Und für all das sage ich danke, Thomas, mein Freund von ganzem Herzen. Dankeschön. Der Ehrenpreis fürs Lebenswerk. Deutscher Comedypreis 2022 geht an Thomas Hermann.
Dankeschön. Ich habe gedacht, ich komme ohne Tränen durch den Abend. Aber ich habe noch gedacht, Lebenswerk, das will man ja mit 59. Ne? Will ja kein Mensch, aber ich nehme ihn wirklich gerne an. Als Lebenswerk Comedy, besonders als Comedypreis für die letzten 30 Jahre Quatsch. Es wird sicher noch viele Shows von mir geben, aber die sind vielleicht nicht alle so ausschließlich so lustig wie diese hier. Gerade wir in Deutschland versuchen doch immer alles echt so richtig perfekt und richtig zu machen. Und Comedy erlöst uns von diesem Zwang. Und das hat der Quatsch Comedy Club von Anfang an, glaube ich wirklich, darf ich sagen, für die deutsche Kultur geleistet. Man durfte endlich über sich und mit sich lachen. In letzter Zeit werde ich ja in jedem Interview gefragt, wo sind die Grenzen von Comedy, Herr Hermanns? Und ich frage immer zurück, wer will das eigentlich wissen und warum? Denn jenseits von vielen guten und interessanten Fragen zu Rassismus und Sexismus und Homophobie in unserer Branche, die man unter uns Fachleuten wirklich gerne, lange und interessant diskutieren kann, habe ich immer so ein kleines, mulmiges Gefühl, dass ich schon 1992, und da sind wir bei den 30 Jahren, bei meinen ersten Interviews zum Quatsch Comedy Club hatte. Es gibt ein starkes Interesse in Deutschland, das Leichte, das Unterhaltsame und das Fröhliche echt abzuschaffen. Schon im ersten Interview 1992 ging es immer für den Journalisten um das gute Lachen, also Kabarett, Satire, Lachen als pädagogische Erziehung, versus das oberflächliche Lachen, also kleine Alltagsgeschichten, die nur zur Zerstreuung dienen und im Endeffekt zu einem dummen Menschen führen. Also Brecht und Adorno haben da viel Schuld dran, aber die Rede halte ich dann mal beim Lebenswerk Unterhaltung oder beim Bravo Otto, den ich unbedingt noch bekommen möchte. Aber es ist echt wahr, schon 1993 sagten Journalisten zu mir, der Comedy-Boom ist doch vorbei. 93, liebe Leute. Ja? Und ich wunderte mich, wie stark diese Frage, ich sage mal wie die grauen Herren von Momo, immer daran interessiert waren, dass alles, was ich im Leben wichtig finde, ich zitiere mal die berühmte Schweizer Lyrikerin Beatrice Egli mit ihrem Lied Leni La, Leben, Lieben, Lachen, wie sie das verhindern wollten. Und deshalb gerade heute wieder mein Credo. Comedy soll verbinden anstatt trennen. Comedy muss überraschend und anarchistisch und unberechenbar bleiben. Und vor allem, liebe graue Herren und auch heute die vielen jungen grauen Damen, unterschätzen Sie das Publikum nicht. Man darf über Jesus genauso lachen wie über Greta Thunberg, denn das Lachen außerhalb der eigenen Blase verbindet uns. Und dafür habe ich Quatsch gegründet und aufgebaut.